Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Nankon Arcade-Controllers. Ich muss dazu mal hier ein bisschen was wegräumen. Ich hole euch mal am besten noch ein Stück ran, dass ich euch das am besten zeigen kann. Ich zoome mal nach unten. Wir fangen nämlich am besten mal an der Seite an. Was jetzt so untypisch für einen normalen Arcade-Controller ist, denke ich mal. Hoppala. Ja, hier geht es gleich auf. Das kommt später. Wir haben einmal den PlayStation. Ich muss noch ein Stück höher machen. So. Also hier ist einmal der Öffnen-Knopf. Dann haben wir den PlayStation-Knopf. Dann haben wir da... Juri, kannst du mir meine Brille geben vom PC-Tisch? Also das ist L3 und R3 und das... Mist, ey. Ah, das ist der Share-Knopf. Also hier haben wir dann praktisch den PlayStation-Knopf, L3, R3 und den Share-Knopf. Dann haben wir den Option-Knopf, der ist auch schön groß, dass man halt im Spiel, wenn man mal die Optionen braucht, weil zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Move-Liste nachgucken. Hier sind alle klein, hat man schnell gedrückt. Den findet man gut. Und dann haben wir hier noch Mode. Da haben wir dann unten drunter, oben steht Mode, unten drunter LS, D-Pad und RS. Kann man nach links und rechts machen. Also ich denke mal, das ist Links- und Rechtshänder. Und dann Playroom, achso, da kann man so ja für den PC nehmen. Da haben wir dann, Gott, meine Augen werden immer schlechter. Ganz rechts PS3, in der Mitte PC und ich zeige euch das jetzt mal so, sorry, dass ich es hochgehalten habe. Und einmal ganz, da ist PS4. Dann haben wir sogar, hier kann man drücken, links und rechts. Ja, das ist der Touchpad. Auf der anderen Seite haben wir nichts. Nur noch mal so einen roten Knopf zum Öffnen. Jetzt zeige ich euch noch was Geiles. So. Hinten steht dann halt hier Nankon. Und hier haben wir ein Fach. Dafür muss ich euch noch ein Stück rauszoomen. Hier haben wir ein Fach. Da drücken wir einmal rauf. Dann geht es so auf. Dann können wir es aufklappen. Können den USB-Kabel, der ziemlich lang ist, rausholen. Und können das hier wieder zuklappen, weil da ist auch eine Einkerbung, also ein Freiraum für den Kabel. Ist sau schwer, das kann ich euch sagen. Ich zeige euch das jetzt mal von vorne. Dafür muss ich euch dann wieder ein Stück hoch machen. Ja, die Softbox, die spiegelt so gerade ein bisschen. Ich mache das mal ein bisschen schräg, da sieht man vielleicht ein bisschen mehr. So, wir haben dann einmal hier logischerweise zum Bewegen. Hier ist so ein Plasteding drauf. Das zeige ich euch mal. Hier, wenn wir das jetzt hier, können wir hier hoch machen. Das ist halt eine Abdeckung. Weil wenn wir das jetzt hier bewegen, das würde dann halt natürlich, seht ihr das, würde ja doof aussehen. Im Gegensatz zum Style. Mit dem Loch. Und das könnt ihr auch abmachen, das Glas. Zeige ich euch gleich noch. Dann haben wir hier X. Viereck, Kreis, Dreieck. R1, R2, L2, L1. Hier oben ist dann halt noch, hier ist dann so eine Power-LED, hier steht auch noch Nankon. Und hier sind Schrauben, also drei unten, drei oben. Dann können wir das Glas oder beziehungsweise Plexiglas hier abmachen und können einen Skin, können uns dafür selber was ausdenken und uns unseren eigenen Skin designen. Und dann halt die Löcher ausschneiden, das ist alles möglich. Ich denke mal, da wird es auf der Webseite auch Vorlagen oder eine PDF-Datei oder irgendeine für Photoshop irgendwas geben, dass du drin machst, wo die Löcher schon frei sind. Und dann machst du einfach deinen Skin, was du haben willst, drauf. Und dann sind die Löcher, das ist in der richtigen Breite und mit den Löchern, dass du die dann ausschneiden kannst und dann siehst, wo das ist. Denke ich mal, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Hier ist aber auch gleich ein Skin mit bei.
Den habe ich im Unboxing schon gezeigt, aber für die, die das Unboxing nicht gesehen haben, das ist dieses hier, was so ein bisschen wie Schlangenhaut aussieht. Also dieses Ding hier ist jetzt wieder in der Folie drin, ne? Da seht ihr die Löcher. Das könnt ihr da zum Beispiel drauf machen. Wobei ich jetzt persönlich, ist aber jetzt nur meine Meinung, das Standardding hier eigentlich echt geil finde. Hier mit der Cobra, seht ihr das so? Mit der Cobra, das alles so ein bisschen, das andere ist alles ein bisschen matter gehalten. Hier oben steht Namcon. Es ist schlicht, gleichzeitig hier irgendwie bissig und geil. Nicht aufdringlich. Finde ich, ist meine persönliche Meinung, finde ich das recht, recht schick. So. Unten, ach Gott, haben wir jetzt, seht ihr das? Ist jetzt eine große Gummiplatte, also von hier bis hier, von hier bis hier, damit das auch wirklich rutschsicher auf dem Tisch ist. Wie gesagt, ihr könnt sie auf den PC nehmen und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das hier vernünftig, ey. Weil es ja als Controller dient, ja, habt ihr da auch noch einen Anschluss für ein Headset. Also da könnt ihr euer Headset anschließen. Funktioniert das auch. So. Jetzt gucken wir mal hier rein, indem wir jetzt einfach mal die beiden Tasten hier öffnen. So. Was ist denn daran so schwer, frage ich mich. Ist eine Metallplatte? Ist hier unten noch was drin? Ich weiß nicht. Er soll ja auch nicht so hin und her rutschen. Aber egal. Ach, okay. Wir haben hier innen drin, ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt, wir haben hier dann auch noch so ein, jetzt ist ja eine Kugel drauf, das können wir auch austauschen mit so einem länglichen. Die Kugel können wir dann halt hier daneben reinpacken, das seht ihr jetzt schlecht. Und wir haben hier dann noch einen Schraubenzieher für die Imbusschrauben draußen, für das Skinwheel, das finde ich sehr schick. Ein Kreisteil, ich weiß nicht, wofür das sein soll, ehrlich gesagt. Da bin ich jetzt komplett überfragt. Vielleicht für Skin, zum Anmalen, zum Ausschneiden, ich habe keine Ahnung. Und hier gehen die ganzen Kabel lang. Alles sehr sauber, sieht sehr schön verarbeitet aus, sehr gut verarbeitet. Und hier geht dann alles rein. Da steht es aber nur in Englisch, Französisch und Espanol. Ach so, die haben Farben. Orange ist X, also die Kabel, die sind wirklich, hier zum Beispiel hier, der ist wirklich blau. Richtig, also da ist Plus, Minus ist blau. Ach so, falls man jetzt selber dann umkuddelmuddeln will. Falls man hier andere Tasten reinbauen will oder was weiß ich. Ja, dann hat man dann halt hier, ach nee, auch zum Tauschen. Wenn eben das so nicht hier fällt. Zum Beispiel blau ist Kreis. Ist auch Kreis. X ist orange. Viereck ist gelb. Viereck ist da oben, ist gelb. Ist alles original. Grün. Ja, grün ist Dreieck, ja. Rot ist R1. Also die kannst du tauschen. Also Viereck, Viereck, X, Dreieck, Kreis, R1, R2, L1 und L2. Die könnte man untereinander tauschen. L3 und sowas natürlich nicht. Und dann kann man das dann hier abziehen. Ich mache es lieber nicht. Sind die Kabel auch verschiedene Kennzeichen, was Plus Minus ist oder irgendwie was dergleichen? Ich weiß nicht. Ich traue mich das jetzt auch gerade gar nicht da dran rumzufummeln. Ich nehme jetzt einfach mal hier den roten. Oder nee, den lila nehmen wir uns mal vor. Den gucken wir mal nach. Nee. Aber ich denke mal, die Steckverbindungen sind dann anders gemacht. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Spiel spielt, wo X jetzt nicht die Angriffstaste ist, die ihr bevorzugt benutzt, aber X halt vorne ist. Ja, zum Beispiel, da habt ihr R2 für Dreifachtritt oder ein Zweifachtritt oder was weiß ich. Könnt ihr euch das hier abziehen von R2 und macht euch das auf X. Und dann habt ihr praktisch, wenn ihr dann hier spielt, hier schön zentral den Tritt. Ja, wenn euch das hier zu
so weit weg ist, wenn ihr das hier wirklich kompakt nebeneinander haben wollt. Und dann könnt ihr euch die dann selber anpassen. Finde ich saugeil. So. Ich muss euch mal wieder ein Stück zurück machen. So. Ich werde den jetzt nochmal in den Karton packen, weil da ist er am sichersten aufgehoben. Weil mit meinen Katzen und so ist das halt ein bisschen kompliziert. Die sind manchmal sehr anstrengend, zickig, launisch, wie Frauen halt. Und den werde ich jetzt am Wochenende Genüge testen, weil heute ist schon Donnerstag. Heute werde ich es nicht mehr schaffen, weil die Kleine, ja, wie gesagt, durch die Impfung, ich weiß auch nicht, ob ich heute streamen kann. Und der ist, wenn ich streamen kann, der ist ja bald und jetzt ist ja auch noch Abendbrotzeit gleich. Das ist dann halt ein bisschen schwer. Aber ich hab mir ja 3 Wochen zum Testen, also von daher passt das, ja. Also mein erster Eindruck ist davon sehr, sehr positiv. Erstens hätte ich nicht gedacht, dass der so schwer ist. Sau gut verarbeitet, also man hat auch keine scharfen Ecken, Kanten gesehen. Optisch ein Hingucker. Definitiv ist das optisch ein Hingucker. Sieht geil aus. Man kann sich anpassen. Das ist auch wiederum sehr geil. So, ich werde den jetzt beiseite packen und testen, sobald ich dazu komme. Ich denke mal Wochenende. Und dann würde ich dann sehen wir uns im Hardware-Video oder Hardware-Check, besser gesagt, dazu wieder, was ich dann in 1, 2, 3 Wochen machen werde. Bis dahin wünsche ich euch was. Ahoi, sagt euer Odin.